Moin moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Null zum Großgrundbesitzer. Ja, wir gucken hier gerade unserem Sonnenblumensetzer sehr auf der 64 zu. Der wird gleich Saatgut brauchen. Er holt sich Saatgut. Er ist noch fleißig dabei. Ist auch noch fleißig dabei. Aber hier. Auf der 63 können wir ein Fahrzeug neu einsetzen. So. Erstmal hier Feldarbeit, dann wollen wir keinen Dünger haben. Du darfst Autodrive benutzen. Den Kurs generieren wollen wir auch. Wir machen 3 Bahnvorgewände bei der kleineren Maschine scharf. Überspringen eine Reihe. Fangen auf den Feldrain an und los geht's. Und du beginnst am ersten Punkt. Danke. Aber nein, du beginnst noch nicht, weil wir brauchen Sonnenblumen. Jetzt darfst du anfangen. Genau. So, 2 Düngeaufgaben haben wir noch. Bin ja immer noch am Überlegen, in was man als nächstes investiert. Rasttechnik, die Brücke. Düngeaufgaben haben wir? 4 Düngeaufgaben haben wir noch. Ja, wir können mal das Transportieren machen. Vom Hafen zum Klärwerk. Den Hafen hatten wir doch aber schon drin, oder? Hafen, ja. Das. Oha, fährt der einfach stumpf dagegen. Cool. So. Ich bin ja immer noch so unschlüssig jetzt, Mensch. Was kostet das denn? Weiß halt nicht die Brücke, ob das eine schlaue Idee ist. Weil wir könnten ein Wasserfass schon mal organisieren und zumindest schon mal Wasser auffüllen. Allein der Kies kostet 800.000. 1,6 Millionen.
1,8 Millionen. Zwei Millionen kostet die Brücke. Zwei Millionen. Wiederum bringen die Aufgaben auf der Seite auch richtig Knete. So, Hafen. Könnten wir den Kleinen eigentlich das Wasser hier schon mal befüllen lassen? Gucken wir mal gleich. So. Das muss jetzt zum Klärwerk. Haben wir das nicht auch schon drin? Heizkraftwerk, Klärwerk, ja. Dann bitteschön. Oha, nee, das ist falsch. Okay, du möchtest alles hochfahren. Wer hat der denn jetzt hier? Ja, okay. Dann fahr du mal so. Kostet uns denn so ein kleiner Wasseranhänger? Ja, der Miete kostet ja nichts. Das kann man schon machen. Glaube, der hier ist der nächste, der fertig wird. Ah, wobei er konnte auch. Der ist auch ein guter Kandidat für den nächsten fertig. Weil der braucht eventuell noch mal Saatgut dann. Ja, er könnte auch als nächstes fertig sein, ne? Mal schauen. Ein riesen Wendekreis immer. Der ist noch auf dem Weg zum Klärwerk. Achso. Was haben wir denn noch von der Reifeisen? Von der Reifeisen zum Campingplatz, das kriegen wir auch hin. Schauen, ob wir den Anhänger so einfach im Graben oder so befüllen können oder ob wir einen Hydrant oder sowas brauchen.
Der wird gleich losfahren. Ist wieder da. Gerade nicht so spannend hier alles. Wir überwachen gerade. Echt 10 Minuten will er für die paar Bahnen noch. Ja, gut, könnte hinkommen, ne? Du. Gucken wir mal, der kann mit 20 fahren mit dem Anhänger. Ich glaube, mit dem Streuer könnte er noch schneller fahren. Nee, auch 20, aber hat 45 Meter. Ja, gleich noch die Düngeaufgaben fertig. Er ist jetzt auch gleich da unten. Kann ich schon mal rausnehmen. Kann man eben per Hand hinfahren. Und fertig. So. Reifeisen Campingplatz. Reifeisen müssten wir ja auch haben. Reifeisen, genau. Fahren wir dahin. Der fährt jetzt los, sich ein neues Saatgut holen. Er ist gerade wieder da. Na, ob das so bis zum Nachgewinde reicht hier, sein Saatgut? Könnte. Sieht denn momentan die Fruchtverteilung hier auf der Map aus? Uiuiui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mal Kartoffeln. Und 4 mal Rüben. Und vier Felder noch gar nicht, nee, vier, sieben Felder noch gar nicht angesät. Ich bin mal gespannt. Könnte sehr erdfruchtlastig sein. Oha, wo haben wir denn? Haben wir lang nicht gehabt, durchdrehende Reifen hier. Ja, ist ja auch kein Wunder, wenn du so weit ausholst.
Eventuell muss ich den Wendekreis. Oder wir machen wieder zwei Vorgewände, können wir auch machen. Ja, ich werde das Spiel zwischen den Folgen mal ein bisschen laufen lassen, dass wir mal ein bisschen Zeit wasten quasi. Dass es hier ein bisschen vorangeht. Und dann können wir in der nächsten Folge die Düngefahrzeuge nochmal neu einsetzen. Vielleicht sind die Kartoffeln bis dahin fertig. Mal schauen. Mal gucken. Ja, gucken wir dann mal. Danke, dass ihr eingeschaltet habt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr Bock habt, könnt ihr ja gerne mal in einem unserer Streams auf Twitch vorbeischauen. Der Link ist in der Kanalbeschreibung. Wir sind fünfmal die Woche online von Freitag bis Dienstagabend. Am Wochenende schon morgens. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.